Florian Schmuckli, man konnte mit einem 0-2 Rückstand nachspringen, hat ihn ausgleichen und dann hat man alles probiert, um den Match doch ins Trockene zu bringen. Schlussendlich in der Verlängerung verloren. Wie hast du den Match heute erlebt? Ja, die ersten 20 Minuten haben wir ganz klar gesagt, sind nicht uns gewesen, sind wir nicht präsent gewesen, das darf uns gar nicht passieren. Nachher haben wir einen guten Weg wieder zurückgefunden, wie du gesagt hast. Ich glaube, die zweiten 20 und das dritte Drittel haben wir sehr solid gespielt, defensiv wieder füreinander eingestanden, körperbetont, Chancen kreiert und nachher, ja, ich glaube, am Schluss am Ende killen uns auch einfach die vielen Strafen, gell? Ich weiss, es ist immer einfach gesagt, ja, es sollte ja eigentlich nicht passieren, aber warum passiert es gleich immer wieder, dass der Real Auto in einem gewissen Match halt, ja, zwei Gesichter zeigen? Gegen Schluss haben wir das Gefühl gehabt, man sucht jetzt einen Sieg und hat eigentlich wenig gefällt, dass man es fast schon gefunden hat dann. Ja, ich würde jetzt sagen, zwei Gesichter zeigen würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Ich glaube, die Jungs probieren jeden Abend alles auf sie zu legen, was wir haben. Klar, manchmal gelingt es besser, manchmal weniger gut. Heute waren wirklich die ersten 20 Minuten sackschwach, da müssen wir uns an die eigene Nase nehmen. Aber gleich zeigt es auch den Charakter von unserer Mannschaft, dass wir immer wieder einen Weg finden, um zurückzukommen, gleich noch Punkte zu holen. Ja, jetzt müssen wir wirklich die kleinen Sachen wieder richtig machen von Anfang an und das Spiel über 60 Minuten spielen. Ich glaube, eine Erkenntnis daraus kann ja sicher auch sein, dass man trotz Rückstand auch immer wieder reagieren kann. Ich glaube, das ist ja ein gutes Zeichen. Ja, absolut. Das, wie du sagst, aber eigentlich ist das Ziel, gar, wie du vorher auch gesagt hast, gar nicht so in Rückstand zu kommen. Ich glaube, wenn wir von Anfang an unser geradliniges Spiel durchziehen, mit vorne körperbetont, gerade aufsässig sein, dann machen wir jedem Gegner das Leben schwer und dann wird es schwierig gegen uns zu spielen. Und heute 40 Minuten lang einfach nicht. Aber ja, gleich Kompliment, dass wir zurückgekommen sind und schade nachher eben mit den vielen Strafen, dass wir den Match verlieren. Ja.